Ich grüße dich. Schön, dass du eingeschalten hast. Ja, die ganzen 2 Wochen waren ja ein bisschen aufregend und turbulent. Ich habe mich halt ein wenig abgeärgert, weil es ja nicht immer um mich geht. Ich finde es halt echt ein wenig shithaft, dass die meisten Damen sich zu einer Singlebörse anmelden, aber dann hier ihre Krallchen ausfahren, wo immer nur denk, mit der ist was nicht richtig. Und wisst ihr, sowas ärgert mich persönlich, dass es Damen gibt, die meinen, Herren sind irgendwie Spielzeuge, die man hier ablegen kann, wie es einem passt und so weiter. Und ja, mag zwar sein, dass man nicht jedermanns oder jeder Fraus Typ ist, aber es gibt lange nicht das Recht, hier den Herrn oder die Herren als Spielzeuge zu benutzen. Beziehungsweise sie zu veräppeln. Und mir ist auch bewusst, dass jede Frau einen anderen Charakter hat. Aber noch einmal, nur Allgemeinheit betrifft nicht mich. Ich möchte nicht haben, dass hier eine Singlebörse benutzt wird, um hier Spielchen zu spielen. Weil jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat jeder Herr das Recht, die Person zu melden und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr in einer Singlebörse auftauchen darf oder soll. Weil wenn eine Frau mit einem Mann spielen kann, kann der Mann auch mit einer Frau spielen und bei allem Verständnis. Es ist einfach nicht schön, wie hier gespielt wird. Und lieber eine richtige zu bekommen, als irgendeine, die nur spielen will, wo man schon eigentlich zu alt dafür ist. Manche können wirklich ein schönes Leben mit einer Bindung haben, aber die meisten, da kann ich nur sagen, es wird schamlos ausgenutzt. Und dann gibt es wieder mal andere Arten von Damen, die nur einen Mann wollen, die so reich sind wie Brad Pitt oder George Clooney und so weiter. Die kann man sowieso vergessen, weil Geld ist nicht alles. Verstand und verständnisvoll ist der heutige Zeitpunkt, finde ich. Und ich finde es generell abwertig, dass man hier Singlebörsen dazu missbraucht, um Herren so zu behandeln, als ob sie ein Zettel wären mit einem Stift, wo drauf steht: Ich kann dir kein Asyl gewähren. Und ja, es ist einmal so, und man darf sich als Mann generell das nicht gefallen lassen. Und mein Motto heißt: Wer keine Liebe will, ist einfach für die Plattform nicht geeignet. Und ich finde es generell persönlich nicht in Ordnung, dass man hier eine Liebe vorgaukelt und in Wirklichkeit hat man nur Flausen und Unsinn in den Kopf. Und das darf und soll definitiv nicht sein. Entweder man nimmt sein Leben für eine gemeinsame Zukunft ernst oder man bleibt alleine und lasst es bleiben. Das ist halt Tatsache, da kann jede Frau sonst noch ihre Augen verdrehen. Es ist einfach so. Schönen Tag.